Ja? Guten Abend. Na? Geht's gut? Gesund? Haben Sie Arbeit? Gut. Ja, ich auch. Ist ganz schön. Was machen wir? Langeweile wäre mal was. Hm? Gibt so wenig. Wahnsinnige Panik vor Langeweile herrscht. Gibt ja keine Tabus mehr, ne? Aber Langeweile ist echt noch ein Tabu, glaube ich. Horror vacui. Eine Gesellschaft, die Angst hat vor der Langeweile. Ist die überhaupt noch demokratiefähig? Ich meine jetzt nicht diese Langeweile, wo man sagt, oh, das ist fad, das ist ja voll der langweilige Film oder so. Nee, so Langeweile halt. So, wo nichts ist. Und niemand findet das bedrohlich oder schlimm oder so oder blöd. Ohne dass man es auch ironisch überhöht oder sonst wie irgendwie metaphysisch auflädt, sondern einfach so, als wäre es nichts. Man kann die auch hörbar machen, dann durch Klänge oder so. Ne? Und man wird fröhlich dabei eigentlich. Ja? Ist eigentlich nichts dabei. Nichts Schlimmes. Ist halt langweilig. Oder? Aber voll. Ist aber nicht schlimm. Ist halt so. Weil man nützt ja auch die Zeit nicht, wenn man sich kognitiv irgendwie zuballern lässt. Ist ja nicht besser. Bloß weil man denkt. Oder? Als wäre das eine andere Lebensqualität. Ist doch Quatsch. Man denkt doch den ganzen Tag genug. Kann doch mal abends nicht denken, oder? Ohne dass gleich was passiert. Oder man das gleich blöd findet. Man findet ja immer alles gleich blöd. Das finde ich langweilig. Dass man immer alles gleich blöd findet. Naja. Aber es passieren ja auch schlimme Dinge. Allein schon dieses erste Quartal in diesem Jahr, Katastrophen. Furchtbar. Und man wusste, dass das schlimm würde. Aber dass das so furchtbar würde, damit hat man nicht gerechnet. Und der hat ja sogar von seinem Doktorvater abgeschrieben. So richtig helle kann der auch nicht gewesen sein. Wer weiß, wo der abgeschrieben hat. Ja. Auf nach Bayreuth zum Studium. Aber mit so einem Scheiß werden wir beschäftigt dann immer. Monatelang. Gutenberg war Staatsfeind Nummer 1. Brüderle. Anschließend war es Brüderle. Kennen Sie noch Brüderle?
sowas wird dann aufgebläht. Das sind dann die Feinde, Brüderle. Und dann ist der weg und dann rutscht man in so ein Vakuum rein. Dann ist der weg und dann ist der, dann sagt uns irgendein Journalist, dass wir Wutbürger zu sein haben. Dann sind alle Wutbürger. Es wird immer gelabelt, alles. Ich bin doch kein Wutbürger. Wer ist denn hier Wutbürger? Ist doch langweilig. Wutbürger ist voll langweilig. Wut bringt auch nichts. Wut steht auf der Stelle. Wut kriegt heiße Muskeln, Schaum vor Mund und stampft auf und läuft heiß. Bringt aber nichts. Das ist ein super Label, um so ein Volk ruhig zu halten. Einfach sich als Wutbürger benennen, ein bisschen tätscheln und die Türe zumachen. Wir glauben so einen Scheiß nicht, ne? Wutbürger. Die Wut muss erst in den Schmerz transformiert werden, damit sich was bewegt, damit irgendwas vorangeht. Wut bringt nichts. Noch nie. Gucken Sie mal, hat doch nichts gebracht. Jetzt haben wir 10 Jahre Wut auf den Terror. Wahnsinnig. Amerika ist bankrott. Durch die eigene Wut haben sie sich bankrott gewütet. Weil es nur noch um Rache ging. Schon längst nicht mehr um Verteidigung. Da wird richtig dann Wut gespielt. Und was ist das Ergebnis? Nach 8 Jahren Bush sind die am Ende, die Amerikaner. Noch 4 Jahre Bush und die Amis wären über die Grenze nach Mexiko geflohen. Ich weiß nicht. Ja, aber das bringt doch nichts. Jetzt gucken wir zu, wie die Chinesen Amerika aufkaufen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist halt ein Unterschied. Die Chinesen haben die letzten 10 Jahre lang Städte gebaut. Die Amis haben die letzten 10 Jahre lang Städte bombardiert. Da kommst du zu ganz verschiedenen Ergebnissen nach 10 Jahren. Also, und das bringt ja auch nichts. Ist ja kein Terrorist weniger deswegen. Und der ehemalige Verteidigungsminister saß neulich in so einer Talkshow und hat dann gesagt, das wussten wir ja damals nicht. Heute im Nachhinein kann man das, ist doch glatt gelogen, das wussten wir doch alles. Damals hieß es doch, mach das nicht, jede Bombe verdoppelt den Terror, jede Bombe verdoppelt die Terroristenzahl, mach es nicht, öffnet nicht die Büchse der Pandora. Wir können da reingehen, aber wie sollen wir da wieder rausgehen und so weiter. Alles im Ohr, alles schon längst gewusst, alles gewarnt. Wie kann der heute bei Jauch in der Talkshow sitzen, neben einer Soldatenmutter und der das ins Gesicht erzählen? Es war alles bekannt. Soldatenmutter hat längst verziehen. Alles bekannt. Was rege ich mich auf? Aber es ist mit allem so. Mit allem. Mit den Finanzen genau das Gleiche. Jetzt möchte Merkel eine Börsenumsatzsteuer einführen und Sarkozy. Für die gleiche Forderung wurde Lafontaine 10 Jahre lang ausgepeitscht in jeder Talkshow. Das galt als wirtschaftsfeindlich. Wissen Sie noch? Ja. Das wusste man doch. Und Lafo war doch nicht der einzige Mensch auf der Welt, der das immer gewusst hat. Das war doch kein Geheimwissen, war doch kein Herrschaftswissen. Hätte man wissen können, längst. Jetzt beschweren sich alle über die Banker. Es geht nur um uns, es ist immer unsere eigene Gier. Banker sind nur Spiegel der Gesellschaft, geht immer nur um uns. Ohne unsere Gier wäre die Gier der Banker nichts wert gewesen. Die Banker exekutieren den Mist doch bloß. Aber jetzt zu jammern ist doch wohlfeil. Man kann nicht sein Leben lang Fleisch fressen und dann mit dem Gichtanfall den Metzger anzeigen. Das funktioniert nicht. Wir sind. Deswegen kann man auch nicht bombardieren und hoffen, dass die Welt einen dafür liebt. Und wenn man Flächenbombardements blöd findet auf Großstädte, dann wird man als amerikafeindlich verspottet. Was muss sich Woody Allen und Steven Spielberg anhören und Robert De Niro und Meryl Streep und Bob Dylan, alles Amerikafeinde. Großartig. Tolle Amerikafeinde. In seinem neuen Film hat Woody Allen das auch wieder schön untergebracht. Der lässt ja keinen Film aus, um diese Republikaner abzuwatschen. In diesem Film nennt er sie, glaube ich, demente Zombies oder so. Ne? Oder debile Zombies oder so. Das ist ein Amerika-Feind, was der sich anhören muss. Amerika-Freunde sind Leute wie Sarah Palin.
Das sind dann Amerika-Freunde offensichtlich. Oder Perry heißt der Mann jetzt aus Texas. Na, Gnade uns Gott, wenn der an die Macht kommt. Das ist dann mal ein echter Amerika-Freund. Das ist verkommen, das arme Land. Das ist furchtbar. Wir sollten denen längst mal Rosinenbomber schicken. Wir sitzen hier und haben Angst um unsere Euros. Das ist peinlich. Und müssen zusehen, wie die sich um Kopf und Kragen ballern und bomben. Barack Obama, der mächtigste Mann der Welt, jammert und fleht im Kongress neulich die Republikaner an, sie mögen doch endlich Schulen renovieren und Lehrer einstellen und Straßen bauen, statt immer nur bombardieren. Wie kann das sein? Wer ist denn der Amerika-Feind? Aber es ist immer so, man einigt sich dann darauf. Gutmenschen, Leute, die sich für irgendwas einsetzen, sei es Klimaschutz oder Menschenrechte, bei Amnesty oder Greenpeace oder Pro-Asyl, werden als Gutmenschen bestimmt, von denen, die nichts machen. Das ist wahnsinnig leicht. Man dreht es einfach um, es ist so pervertiert worden. Geil. Genial. Wer nicht mitbombt, ist Amerika-feindlich. Und jetzt wird gejammert. Wissen Sie noch, wie das losging 2001? Und wer sich für Gleichberechtigung einsetzt, der wird als Frauenversteher beschimpft. Das ist auch toll. Wir leben in einem Land, wo Frauenversteher und Gutmensch und Pazifist Schimpfworte sind. Haben wir echt gut hingekriegt. Was für eine geniale Pervertierung der Dinge immer. Seit ein paar Jahren geht das, reg ich mich auch. Das ist eine Bio-Banane. Mit einem Flugzeug mit Rapsölmotor eingeflogen worden. Ja. 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 Das ist Schizo. Normal. Also es ist ein Oxymoron. So wie gibt ja viele, ne? Gibt ja auch so Klassiker, ne? Herrenloses Damenfahrrad zum Beispiel. Ja, das ist so ein Klassiker. Kennen Sie den? Oder Doppelhaushälfte oder sowas. Das finden Sie lustig? Das sind doch Kinderwitze. Sie finden doch alles lustig, ne? Also Sie sind echt mit wenig zufrieden, ne? Mit so blöden Paradoxien. Aber es gibt auch gute Paradoxien. Zum Beispiel Brennholzverleih finde ich toll. Finde ich super. Finde ich super. Mein Lieblings ist ja Microsoft Works. Das finde ich toll. Das finde ich sehr schön. Ja. Das ist alles Schizo. Also ganz vieles ist einfach paradox. Ne? Also. Es gibt junge linke Globalisierungskritiker, die aber nur Nike-Turnschuhe tragen. Was machst du mit so Leuten? Ne? Die finden sich ganz toll und haben so Kinderarbeitsschlappen an. Super. Es gibt ganz tolle Paradoxien. Der Schauspieler Heinz Hönig zum Beispiel hat jahrelang Werbung gemacht für deutschen Wein und Organspende. Sowas finde ich toll. Sowas gefällt mir. Das ist alles Schizo. Der Dalai Lama fliegt durch die Welt und predigt Einklang mit dem Kosmos. Der Mann hat eine CO2-Bilanz wie ein Kohlekraftwerk. Ich mein. Aber es ist egal, weil der nett ist. Ja. Aber auch das, ne? Nett ist ja die kleine Schwester von Scheiße seit neuestem. Ja, es ist einfach so ein,
so ein postmoderner Dialektik-Brainfuck irgendwie. Ja? Ich bin da, glaube ich, echt zu alt für so einen Scheiß. Nett ist doch nicht die kleine Schwester von Scheiße. Wenn ich einen Film scheiße finde, sage ich, der ist scheiße. Wenn ich den nett finde, sage ich, der ist nett. Ist doch was anderes. Also wenn ich mal eine Freundin habe, dann wäre das toll, wenn die nett ist. Dann ist mir auch egal, wie ihre große Schwester heißt. Völlig. 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 Ich dachte, die kleine Schwester von Scheiße heißt Scheißele. Aber es sind so Sachen, ja. Man muss immer ein bisschen spinnen. Anders geht's nicht. Soll ich noch eine Banane essen oder soll ich was trinken? Klavier putzen könnte ich auch. Das wäre vielleicht was. Ist das schmutzig? Ja. Ach Mensch, ja. Einfach auch die Zeit mal genießen, die man hat. Die man so gemeinsam verbringt auf so einem Planeten. Ich meine, ist das nicht ein wahnsinnsscheiß Glück, was wir haben, dass wir jetzt durch Zufall gerade hier sind? Die paar Jahrzehnte, dass wir das teilen und die Luft atmen und so. Das ist doch toll. Ich finde es gut. Man genießt das viel zu selten. Man beschimpft sich immer. Alles ist immer schlimm. Gibt doch auch gute Nachrichten. Zum Beispiel, seit die somalischen Fischer Piraten werden mussten, hat sich der Fischbestand erholt. Ja. Ja. Wirklich. Man muss doch nicht immer schimpfen wie so ein Rohrspatz. Ich möchte mich nicht immer aufregen müssen. Es ist ja immer irgendwas. Irgendeiner wird durchs Dorf getrieben, ein Gutenberg, dann wird er hingerichtet von den Medien. Es geht ja auch nie um Gutenberg. Ganze Heerscharen von Familienvätern haben dann Gutenplack ins Leben gerufen. Das ist so deutsch, mit einer Gründlichkeit. Hunderttausende Familienväter, die ganze Familien kollabieren. Komm essen, nein, ich muss das Gutenplack. Dann haben die, das ist so Loriot-Deutschland irgendwie. Es ist so, oh Gott, was soll das denn, ey? Der hat halt gelogen. Ich meine, wenn jetzt jeder Politiker gehen würde, der lügt. Der Bundestag wäre leer. Da würde Ströbele alleine rumsitzen. Klar. Ja. Auf jeden Fall. Was soll das? Um Gutenberg geht es mir auch überhaupt nicht. Gutenberg, der ist mir doch nicht sympathisch. Der kann meinetwegen sonst wo sein oder in der Politik oder nicht. Aber das geht nur um Ablenkung. Es wird doch immer alles personalisiert. Es geht nie um Namen und Personen. Nie. Das sind immer nur Projektionsflächen. Es geht nie um Ackermann, wie gesagt, sondern um uns. Es geht nie um Zumwinkel. Zumwinkel ist eine kleine Wurst, die zu doof war, rechtzeitig in die Schweiz zu ziehen. Für 1,5 Millionen, die der in 10 Jahren hinterzogen hat, haben sie den pulverisiert, den Mann, medial. Für die Kohle macht Michael Schumacher seinem Geldboten nicht mal die Türe auf. Worüber reden wir? Wir sind ein Volk von selbstgerechten Arschgeigen. Und jeder, der uns daran erinnert, wird hingerichtet. Wir sind ein Volk von Steuersündern und Zumwinkel musste für unsere Sünden am Kreuz sterben. Wer ohne Sünden ist, werfe den ersten Steuerbescheid. Das würde ich gern mal sehen. Es geht doch nie um Zumwinkel, um Gutenberg oder um, es geht immer nur um uns. Ist doch Logo. Es geht doch nicht um irgendwie pädophile Priester oder sowas. Priester sind auch nur Spiegel der Gesellschaft. Es geht um den millionenfachen Wahnsinn bei uns zu Hause, in den Wohnzimmern. Und darüber sprichst du eben einfach nicht, weil du ja die Priester hast, an denen du dich abarbeiten kannst. Dann kannst du das schön wegdrücken. Was soll das? Und wenn man die Moral den Moralisten überlässt, wie einer Stefanie zu Gutenberg und Konsorten,
dann haben wir genau das, was wir nicht wollen. Hexenjagd auf Privatfernsehsendern, wo dann nichts mehr differenziert diskutiert werden kann. Dann werden Pädophile und Nicht-Pädophile auch in einen Topf geworfen. Täter und Opfer werden überhaupt nicht, man wird ihnen nicht gerecht. Man muss die völlig anders wahrnehmen, die beiden Gruppen. Ich glaube, nur 10% überhaupt sind pädophil, die sowas veranstalten. Der Rest ist einfach das ganz normale Machtmissbrauch und Ohnmachtmissbrauch-Spiel. Aber darum geht es gar nicht mehr. So weit kommt das Volk gar nicht mehr, weil es Schaum vorm Mund hat und einfach nur noch hängt ihn auf, brüllt. Damit kommen wir nie, wir stehen auf der Stelle für Nüsse. Roman Polanski, ein Leben lang haben die denn durch die ganze Welt gejagt, jahrzehntelang. Wenn der Polanski Priester gewesen wäre, wäre er in der Nachbargemeinde untergekommen. Alles wäre gut. Was soll das? Ich verstehe es nicht. Es geht nie um diese Leute. Never ever. Nur Ablenkung. Immer zu. Na klar. Es geht doch nicht um Kachelmann. Jetzt sind da nur Verlierer bei dieser Kachelmann-Sache. Haben wir auch alles vorher gewusst, dass das nicht gut ist? Was man da sieht, ist offensichtlich ein ganz geringes Vertrauen in den Rechtsstaat nur. Leute müssen präventiv hingerichtet werden. Wem nützt das? Jetzt gibt es da nur Verlierer. Und jetzt? Geht doch nicht um Kachelmann. Nie. Wir haben wieder nicht über uns gesprochen. Jetzt sind da nur Verletzte und Tote nach dem ganzen Wahnsinn. Wie war das? Jede fünfte Frau ist Opfer sexueller Gewalt in Deutschland. Das sind hier 40 Frauen im Saal. Und die Täter sitzen zahlenmäßig unter uns. Das ist doch nicht lustig. Das ist nicht mal langweilig. Kachelmann. Da wird medial immer der Mob zum Kochen gebracht und dann haben wir das Mittelalter hier wieder. Man kriegt es gar nicht differenziert mehr. Warum? Ist doch nicht nötig. Wollen wir gucken mal, ob der Papst jetzt irgendwie was, ob dem was einfällt im Bundestag dazu. Wird sich ja irgendwas Nettes überlegt haben, hoffentlich. Das Volk wartet. Und die vielen Gläubigen, die abgehauen sind, seitdem auch. Unglaublich. Darf auch jeder im Bundestag sprechen, oder? Der hat mit unserer Verfassung so richtig gar nichts am Hut, der Typ. Der findet Schwule krank und hat, glaube ich, wie viel? Über 2000 Exorzisten rausgehauen in seiner kurzen Amtszeit. Wieso darf der Chefteufelsaustreiber im Bundestag reden? Geht's noch? Wieso reden Geistliche jetzt in Parlamenten? Das ist doch das, was wir woanders immer ganz schrecklich finden. Ich finde, Religion ist doch... Ja. Religion ist doch eine super Sache, aber das ist doch Privatsache, denke ich immer. Was haben die da verloren? Aber die Lobby ist offensichtlich sehr stark. Die katholische Lobby ist in Europa unheimlich stark. Die Leute um Barroso und so, ich meine, ach, man muss das ja gar nicht, man erkennt sie immer an diesen violetten Krawatten. Achten Sie mal drauf. Nicht klatschen, gucken. Ja, die dürfen das. Auch George Bush, der ja auch die Schwulen hasst und wie viel 150 Leute ins Gas gebracht hat oder in die Spritze nach Texas. In Huntsville, der darf auch da reden. Warum? Warum eigentlich? Komisch. Bin gespannt, was er macht, der Ratzinger. Der macht das schon gut. Ihm wird irgendwas einfallen dazu. Auch Sarah Palin wird reden dürfen, wenn die dann gewählt wird. Oder irgendein Sarah Palin-Derivat. Dürfen ja alle alles auf einmal. Das ist ja auch nicht mehr getrennt. Leute, die irgendwie daran glauben, dass Gott die Welt in 7 Tagen geschaffen hat, dürfen jetzt im Bundestag reden. Voll geil, ey. So lustige Sitten. Aber das kommt aus dieser Angst, aus dieser Überfremdungsangst. Man muss sich nochmal vergewissern, der eigenen Wurzeln. Neulich ein Pärchen, ein Bekanntes, wir haben studiert zusammen, die sind jetzt auch so Anfang 40 und die haben 2 Kinder, die sind jetzt 16 und 12, glaube ich. Und jetzt, nach all den Jahren, wo sie zusammen sind, heiraten sie christlich
und lassen die Kinder taufen. Ich sage, was ist denn los? Ja, wir wollen dem Islam was entgegensetzen. Ja, es hat voll funktioniert, oder? 10 Jahre Gehirnwäsche und man muss jetzt jemandem was entgegensetzen. Das funktioniert fantastisch. Was rege ich mich auf? Alles kriegen die raus. Und dann ist immer Terrorwarnung, kurz vor Weihnachten. Und immer im Mai kommen dann die Zecken. Wahnsinnig. Alles kriegen die raus. Jetzt haben sie doch rausgekriegt, Atomkraft ist gefährlich. Haben sie es mitgekriegt? Im März haben sie es rausgekriegt. Das haben wir schon vor 25 Jahren in Erdkunde gewusst. 1986. Wahnsinn, Atomkraft ist gefährlich. Dann ist sie gleich ausgestiegen, die Merkel und die Regierung, und hat sich sofort Vorwürfe anhören müssen. Warum? Ich finde es toll. Wenn es nur so geht, dann doch bitte Landtagswahlen. Eine Landtagswahl nach der nächsten, wenn es nicht anders funktioniert. Ist doch egal, der Zweck heiligt doch solche Mittel. Die Grünen sind auch süß. Das ist aber unser Thema. Das ist aber unser Thema. Aber wir haben es jetzt auch verstanden. Ja, aber trotzdem, das ist unser Thema. Gebt uns unser Thema wieder. Sonst haben wir nur Fahrradwege. Sind die doof? Was soll das? Hä? Worum geht's denn? Aber es war interessant mit dem Fukushima. Die haben uns doch dann immer dieses Foto gezeigt, ne, von dem Gitter, wo das Wasser rauskommt, aus der Wand. Das haben sie einen Tag nach dem Unglück, glaube ich, aufgenommen und dann 4 Wochen in jeden Nachrichten haben sie uns dieses Foto gezeigt. Da kam dieses Wasser aus der Wand mit dem Gitter, dieses Foto mit dem Gitter, wissen Sie noch? Und dahinter kam das Wasser. Dann kam da das Wasser raus. Immer in den Nachrichten, in der Tagesschau, im Heute-Journal und überall. Haben sie uns immer dieses Foto gezeigt mit dem Gitter. Und dann kam da das Wasser raus. Und dann haben sie immer gesagt, die Sprecher, da kommt das Wasser raus. 4 Wochen. Und dann hieß es immer, das müssen wir jetzt unterbinden. Wir müssen gucken, dass da das Wasser nicht mehr rauskommt. Und dann haben sie uns 4 Wochen lang das gleiche Foto mit dem Gitter, aber ohne Wasser gezeigt. Und dann haben sie immer gesagt, da kommt jetzt das Wasser nicht mehr raus. Die machen Sesamstraße mit uns. Und immer wenn ich es überhaupt nicht mehr verstanden habe, dann kam Tscherno. Also das war schon vor 25 Jahren Tscherno. Alles kriegen die raus. Leute beschweren sich über RWE und Vattenfall, aber ich glaube nur 10% hat Ökostrom in Deutschland. Einfach mal ruhig sein, solange man nicht umgestiegen ist. Umsteigen und dann mosern. Stell dir vor, es ist Atomstrom und keiner geht hin. Es ist total einfach, einfach aussteigen. Auch wenn auf die Gefahr hin, dass ein Nachbar Sie als Gutmensch bezeichnet, machen Sie es halt einfach und dann können Sie auch jammern. Aber nicht jammern und dann bei RWE bleiben. Was soll denn das? Ist doch scheiße. Über Wiesenhof Hühner sich aufregen, aber weiter Fleisch essen. Einfach mal aufhören damit. Das bringt auch nichts. Du kriegst ein dickes Gesicht wie ein Schinken. Warum? Das braucht doch keiner. Wenn man gerne dick sein möchte, ist ja ein freies Land, dann muss doch nicht ein Tier für sterben. Dann kann man doch Nudeln oder Haribo essen oder sowas. Wenn du unbedingt ein Gesicht wie ein Schinken haben musst, ja. Verstehe ich nicht. Und dann wird gegrillt den ganzen Sommer, schmeißen sie sich dann pfundweise dieses tote Protein auf die Kohlen. Anschließend wird gefurzt wie die Klingonen. Wird dann, ach, furchtbar.
Ganze Familien kollabieren, weil der Alte am Furzen ist den ganzen Tag. Das ist doch nicht schön. Erst müssen die Rinder furzen, weil sie Mais statt Gras kriegen. Und dann werden die Rinder geschlachtet, dann furzen die Männer, weil sie die Rinder fressen. Das ist eine einzige Blähung hier. Das ist furchtbar. Das ist doch langweilig. Alles kriegen die raus. Jetzt haben sie rausgekriegt, der Gaddafi ist voll gemein. Ja. Ja. Das haben wir vor 25 Jahren in Erdkunde gelernt. 1986. Ja. Ja, so war das. 1986. Da war Tschernobyl und Tripolis wurde bombardiert. Jetzt, 25 Jahre später, ist Fukushima und Tripolis wird bombardiert. Sind Sie auch so gespannt, wie es weitergeht? Ich auch. Ja, aber so war das damals. Das war Ende der 80er, das war Oberstufe. Da wurde man politisiert, wir hatten gute Lehrer und dann hat man Zeitungen gelesen. Verschiedene Leute, verschiedene Zeitungen. Das war die Zeit, als die Zeitungen noch sehr verschieden waren. Wissen Sie noch? Die haben sich unterschieden damals, die Medien, voneinander. Das war irre, auch die Parteien. Das war toll. Und dann hat man studiert, dann Anfang 20 in der Mensa war das alles ganz heiß. Und dann hat man Verschwörungstheorien gebastelt in dem Alter. Und jeder hat was dazu beigesteuert und was gelesen. Und dann so mit Anfang 30 habe ich gemerkt, dass die Wirklichkeit viel krasser ist als jede Verschwörungstheorie. Und jetzt mit gut 40, also warte ich im Mai auf die Zecken. Also, tja. Ich meine, worüber soll ich mich mit 60 noch aufregen? Man fragt sich doch. Alles kriegen die raus. Demnächst kriegen sie raus, dass die Pharmaindustrie Dreck am Stecken hat. Dann ist man aber erstaunt. Jetzt habe ich heute gehört, das Erdöl wird knapp. Ja, Wahnsinn, du. Total spannende Zeiten, in denen wir leben. Und wenn uns nichts einfällt, dann fahren wir einfach mal nach Afghanistan. Oh. 10 Millionen Landminen liegen in Afghanistan. 10 Millionen. Die haben doch nicht die Taliban gemacht. Das können die gar nicht. Die Taliban können nichts mit ihren unegalen Fortfingern. Die können Frauen schlagen und Kalaschnikows putzen und beten. Können doch keine Landminen bauen. Das ist alles Qualitätsarbeit aus den Industriestaaten. Und wir sind doppelt schlau. Wir schicken jetzt auch noch Minensuchgeräte darunter und holen den Scheiß wieder raus. Ja, vielleicht gibt es ja Pfand drauf oder so. Wer weiß es. Edgy Badge. Wir verkaufen euch die in 10 Jahren wieder, ihr Arschgeigen. Weil ihr keine Wahl habt. Aber wir. Ich bin so froh, dass ich bei den Guten bin. Mann, Mann, Mann. Das sind Zyniker da. Die sind feige, die sprengen sich da selbst in die Luft. Das ist echt eklig. Ich wäre so gern Drohnenpilot, dann könnte ich von zu Hause aus arbeiten. Das wäre super. Diese Fahrerei immer. Das ahndet auch niemand. Dafür gibt es keine Gerichtsbarkeit oder so. Ich glaube, jetzt in den letzten Jahren in der Frankfurter, am Sonntag habe ich es mal gelesen, sind, glaube ich, knapp 1400 Leute irgendwie von Drohnen platt gemacht worden in Pakistan. Davon waren ein paar Dutzend erwiesenermaßen Terroristen. Die anderen kann man halt von da oben nicht so erkennen. Das hält niemand nach. Da gibt es kein Gericht. Dafür muss sich niemand verantworten. Es sind doch keine Amerika-Freunde, die sowas machen. Es sind gar niemands Freunde. Aber die haben jetzt ihre Waffensysteme ausprobiert am Hindukusch. Dafür war der doch gut, der Krieg. Und um Frauen ging es doch nie. Noch nie wurden Kriege für Frauen, Grundschulen und Brunnen geführt. Oder erinnern Sie sich an die berühmten babylonischen Grundschulkriege? Die römischen Frauenbesatzungskriege, ganz berühmte portugiesisch-niederländische Frauen-, Grundschul- und Brunnenkriege. Der Westfälische Brunnenfrieden, ich erinnere. Ja sicher, 2 Weltkriege haben wir geführt für Grundschulen. Und in Stalingrad hätten wir die Frauen auch befreit, wenn sie uns gelassen hätten. Natürlich, das wissen wir doch. War doch immer so für Frauen und Grundschulen. Immer. Den Scheiß erzählen die uns jetzt seit 10 Jahren.
dass sie in Afghanistan Frauen- und Grundschulen fördern. Klar, tun die auch. Ist doch nicht der Witz. Der Horst Köhler hat es gesagt letztes Jahr, warum wir in Afghanistan sind. Horst Köhler, für mich der Held des Jahres. Der hat auf dem Rückflug von Afghanistan in dem Interview gesagt, dass wir Wirtschaftskriege führen. Und deswegen musste der gehen. Der wird seinen Anruf nachts um zwei gekriegt haben, glauben Sie? Was hast du gesagt, Hotte? Wir führen Wirtschaftskriege. Das sagst du nicht nochmal. Die Abschiedsrede, die du morgen halten wirst, die liegt schon auf dem Faxgerät, du Penner. Und dann war der weg. Ich glaube, 4 Tage nachdem der Köhler weg war, stand erstmalig in der Zeitung, dass in Afghanistan Unmengen von Gold, Lithium und Kupfer gefunden wurden. Nach seriösen Schätzungen ist Afghanistan eins der wohlhabendsten Länder der Erde. Ähnlich reich wie Libyen an Öl. Interessieren uns nicht die Frauen in Afghanistan? Interessiert uns die Zivilgesellschaft in Haiti die letzten 30 Jahre? Kein Stück. Gott sei Dank hatten die ein Erdbeben letztes Jahr. Sonst hätten wir uns die nächsten 30 Jahre für Haiti auch nicht interessiert. Mexiko weiß ich nichts drüber. Ich weiß, dass die da verhungern, weil die keine Tortillas mehr backen können. Der Maispreis ist zu hoch an den Börsen. Deswegen verhungern die da. Du, verdammt, was tanken wir demnächst? Das Erdöl geht langsam aus. Was tanken wir? Lass uns doch jetzt mal Lebensmittel vertanken. Tolle Idee. Aber nicht unsere Lebensmittel, deren Lebensmittel. Ja sicher, war ja auch deren Erdöl. Logisch. Kuba. Über Kuba weiß ich nichts. 2 Brüder, einer ist krank. Der im Jogginganzug, der ist krank. Ne? Ja. Ich weiß da nichts drüber. Interessiert uns auch nicht, wie es Frauen in Haiti geht. Oder der Zivilbevölkerung in Kuba. Oder in Usbekistan oder Tadschikistan. Eine Freundin von mir war in Kuba, auf Kuba, an Ostern mit ihrer Familie. Und die sagt, die haben sich da geeinigt längst. Die sind ganz lässig im Volk. Das Volk hat so einen Spruch. Die Kubaner sagen, die Regierung tut so, als würde sie uns bezahlen. Und wir tun so, als würden wir arbeiten. Ja, das funktioniert. Das haben wir bald auch hier. Das ist schön. Mich beruhigt das ein bisschen alles. Aber es interessiert uns nicht, wie es den Frauen in Afghanistan geht. Was rege ich mich auf? Interessiert uns nicht. Bin froh, dass ich bei den Guten bin. Und das lernt man da in Afghanistan. Ich bin auch mit Asterix aufgewachsen. Asterix, das war genau klar. Da sind die Guten, da sind die Bösen. Die Gallier, die haben einen asymmetrischen Krieg geführt, einen Guerillakrieg. Die waren unbesiegbar, war fantastisch. Und die Römer, das waren die Bösen. Die Römer hatten kein Privatleben, die hatten keine die wurden nie personalisiert und die hatten keine Familie und keinen Schmerz und gar nichts. Die Römer sind schon mal so als Schildkrötenformation aufgetreten. Da konnte sich Obelix durchfräsen, das war super. Und der hat dann auch Helme gesammelt. Die Römer konnten auch gefoltert werden. Wenn so ein unterernährter römischer Spion sich da im Wald verirrt hatte, dann durfte der von Obelix so lange durchgelassen werden, bis er irgendwelche Vögelchen über der Sprechblase hatte. Das war lustig. Miraculix, der Aufsichtsratsvorsitzende, hat im Hintergrund den Zaubertrank gemacht und so ein bisschen in die Kamera gefeixt. Das war schön. Obelix hat Helme gesammelt. Auch so eine ganz archaische Nummer. Früher hat man Skalps und Schrumpfköpfe gesammelt. Den Gegner, irgendwie musste man den in der Hand haben. Helme. Ich musste dran denken, als die Bundeswehrsoldaten in Afghanistan vor ein paar Jahren diese Totenköpfe mit den Totenköpfen gespielt hatten. Wissen Sie noch? Da dachte ich, guck, die haben auch Asterix gelesen. Ja. Sind ja in meinem Alter, die armen Kerle da. Und das war toll. Und das letzte Bild bei Asterix war immer das gleiche, das letzte Foto. Der einzige Pazifist im Dorf, der lesen und schreiben konnte und Lieder und Gedichte, wurde am Baum festgebunden und geknebelt. Und die anderen haben die ganze Nacht Schweine gefressen. Das war toll. Wissen Sie noch, wie das damals losging? 2001, unmittelbar nach dem 11. September, hat Amerika sofort beschlossen, Afghanistan vom Mittelalter in die Steinzeit zurückzubomben. Und alle sind sofort drauf, nur die PDS damals wieder nicht. Die PDS, die Spielverderber, haben damals den sofortigen Stopp der Luftangriffe gefordert und wurden am nächsten Tag von allen Beratungsgesprächen im Bundestag ausgeschlossen zur Strafe. Das galt damals als amerikafeindlich und unpatriotisch. Die wurden als Pazifisten beschimpft damals, ja. Uli Wickert musste damals fast seinen Hut nehmen, wissen Sie noch, weil er sich als einziger offen gegen Bush gestellt hat. Der Wickert hat sich damals öffentlich entschuldigt, sonst hätte er gehen müssen. Das war die Atmosphäre damals, ängstlich und kadavergehorsam. Und viele haben gewarnt, aber es war nicht en vogue. Und jetzt, fast 10 Jahre später, ich glaube letzten September schon, ist das ganz unten im Boulevard angekommen. Sogar der Stern hat geschrieben, raus aus Afghanistan.
Wieso dauert das immer fast 10 Jahre, bis das endlich im Mainstream angekommen ist, bis das dann gesagt und gedacht werden darf? Was hätten wir uns da für Elend sparen können und Blut und Kosten und CO2? Die hätten da CO2 rausgeballert. Da hätten wir 500 Jahre Glühbirne laufen lassen können, Sonny. Und dass man da immer noch drüber reden muss, das hört ja nicht auf. Es wird ja immer noch einer draufgetan. Neulich habe ich gehört von einem, der da seit über 20 Jahren arbeitet. Ich glaube, im Deutschlandradio war es. Deutschlandfunk, ich weiß nicht mehr genau. Ohne die wäre man eh aufgeschmissen. Deutschlandfunk. Weiter so. Auch Arte. Weiter so. Gut, na? Jemand da von Arte? Ich habe gehört, da sind Leute irgendwie, die haben kein Wasser in Afghanistan. 90% in Afghanistan haben kein Zugang zu Wasser. Aber die 5000 Bundeswehrsoldaten haben letztes Jahr 1,5 Millionen Liter Alkohol reinfliegen lassen ins Land für sich. Das kriegt man nicht mehr so richtig kommuniziert. Und die Helfer haben auch gar nicht die Probleme mit den Taliban. Die sind gar nicht wichtig, sagen die. Die haben mittlerweile Schiss vor den ganz normalen Familienvätern, die ihre Söhne durch Bombardements verloren haben. Ganz normale Menschen, die da einfach umgedreht werden langsam. Auch das wusste man alles schon vor 10 Jahren. Es funktioniert halt irgendwie nicht. Keiner möchte gern Amerika-feindlich sein. China-feindlich geht schon, aber Amerika-feindlich ist blöd. China, diese Dreckschinesen, die foltern da und die haben Todesstrafe, nicht wie die Amerikaner. Ich stelle mir das manchmal vor, an Tagen, wenn es mir richtig gut geht, stelle ich mir vor, dass die Chinesen vor ein paar Jahren im UNO-Vollversammlung sitzen mit so zwei selbstkopierten Heften und sagen, hier ein Lastwagen, da ist Chemiewaffen drin, wir müssen Bagdad bombardieren. Stellen Sie sich vor, ein chinesischer Verteidigungsminister hätte uns das in die Kameras gesprochen. So einem selbstkopierten Heft und so einem LKW. Wir machen jetzt Flächenbombardements auf Millionenstädte. Wiedersehen. Stellen Sie sich das mal vor, für einen kurzen Moment nur. Und dann hätten wir Foltergefängnisse gesehen in dem Irak, wo chinesische Soldatinnen auf Menschenpyramiden stehen und so machen. Stellen Sie sich mal für einen Moment nur das Gefühl vor. Wenn Ai Weiwei für 80 Tage in den Knast kommt, dann ist das hier aber 5-mal am Tag in der Zeitung. Zu Recht, Gott sei Dank, ein furchtbares Regime. Aber jeder weiß darüber Bescheid. Bradley Manning, der junge Soldat, der uns durch WikiLeaks verraten hat, was im Irak passiert, dass da Zivilisten wie Tontauben abgeschossen werden. Der sitzt jetzt aber nicht für 80 Tage in den CIA-Gefängnissen. Der kriegt wahrscheinlich 3-mal 80 Jahre Knast und darüber hinaus noch Sicherheitsverwahrung. Das können die ja gut. Ich würde lieber also von Amerikanern gefoltert werden, glaube ich, als von Chinesen. Dreckschinesen. Aber ich bin froh, wenn Bilfinger Berger in Libyen jetzt wieder Aufbauhilfe leistet. Von Roland Koch werden wir noch hören. Ist doch auch schön. Ich würde jetzt in Syrien gerne noch mal was sehen. Wir sitzen hier in den Talkshows rum, gucken seit Jahren, wie die Leute da für Demokratie auf die Straße gehen und erschossen werden im Iran. Und hier fällt den alten Saftsäcken nichts anderes ein, als zu sagen, Islam und Demokratie geht nicht zusammen. Glauben wir können uns das lange noch leisten, diese Überheblichkeit? Glauben wir, die merken das nicht, wie wir sie verachten? Die sterben für Demokratie in Teheran. Und wir leisten uns unwidersprochen in den Talkshows solche Leute. Was ist da los? Wann ist uns die Empathie abhanden gekommen? Mit der wachsenden Gier? Was rege ich mich auf? Tunesier wollen jetzt Demokratie. Das ist doch schön. Ich finde, man sollte ganz Italien den Tunesiern geben, dann haben die Italiener endlich mal Demokratie. Thank you.
Das Dreisat-Festival und der Mann, der endlich Klartext redet mit den Politikern. Die machen noch aus der Sprache das Gegenteil dessen, wozu sie da ist. Warte heute noch drauf, dass in der Talkshow mal endlich einer den Mumm hat,